Was? Wir laufen schon? Aber wohin denn? Na Mensch, Meisel, das ist doch mein Name. Und ich werde ihm mal was sagen. Das ist völlig unstatthaft, so ein Etablissement mit diesem Namen zu versehen. Außer natürlich... Da bin ich! Es handelt sich bei das Meisel um mich. Und Sie können mit ebenso vielen entzückenden Fotos von mir aufwarten. Aber nun hören Sie schon auf. Das ist ja ein bisschen viel Lobhudelei. Wenngleich reizende Staubfänger. Und was ist das? Meine Sterbehilfepillen? Sie sind wohl wahnsinnig geworden. Wissen Sie, da brauchen Sie jetzt auch nicht mit sowas zu kommen. Obgleich es ganz schön gut aussieht. Junge Frau, was ist das denn? Apfel? Und was gibt's sonst noch? Dann hätten wir hier einmal Stachelbeere, Baiser, Schwarzwälder Kirsch, Sachertorte und Zimttart. Na Mensch, und Kalorien? Viel. Aber lecker. Werde ich dann nicht dicker? Macht es dann nicht dicker? Macht es nicht dicker? Creme Brûlée. Kinder, die flambierte Frau war doch Gudrun Landgräbe. Der Bursche verwechselt mich. Aber die Petit Four mit meinem Namen Inge, also... Alles wird mir wie Sägeschwäne schmecken im Vergleich zu diesen köstlichen Mahlzeiten. Ich bin ehrlich, gar nicht so schlecht hier. Etikette gut, nur ein kleines Stück Weltläufigkeit fehlt. Darf ich Majestät eine Tasse Tee anbieten? Nein, danke. Aber Ihre kaiserliche Hoheit. Danke. Also meiner treu, ich bin wie Sie beide. Ich kann dieses labrige Zeug auch nicht vertragen. Lieber einen klaren Schnaps. So geht Stil, die Damen. Da können Sie sich ruhig mal eine Scheibe von mir abschneiden. Ich habe viele Hüte und sehe mir tut sehr gut aus. Ich denke, Sie könnten das vielleicht propagieren draußen an der Tür, dass man gern gesehen wird, wenn man hier einen Hut aufhat. Also ohne Hut ist privat, aber das scheint man ja heutzutage so zu wollen. Sogar in Büchern über mich. Na, herzlichen Dank. Zwickau, Ja, was denn nun? So als kleines Theater am Arsch der Welt. Die hier ich steht, bitte Sie. War dann ja wohl Ihr Karrieresprungbrett. Wer hat Ihnen diese Idiotie eingeredet? Sie merken es, es gibt noch einiges zu tun, aber ich sage Ihnen auch, durchaus gute Ansätze. Etwas klischeehaft, aber geschäftstüchtig, das war ich ja auch immer. Fabelhaft. Also ich kann Ihnen nur zu mir gratulieren. Und zu diesen winzigen, süßen Inge-Schweinereien. Also davon habe ich mir zum Schluss noch eingenehmigt. Aber keine Bange, pummelig werd ich nicht. 100 Pfund und kein Gramm mehr auf den Rippen. Vorher hau ich lieber ab. Tschüss.